שלום עליכם, אין תניא, אין איגרת התשובה, זגד אלטר רבה, דאס אונזר נשומה, אונזר זיילה, איז פרבונדן צום הימל, צום השם, מיט אין זייל, זו וי אין אומגה אודר זיילבן, און ון אין מנש הלט אלה גבוטה, דן דר זייל איז זייר שטארק, אבל מיט ידן Verbot mit jedem Fehler oder man nicht verstärkt die Gebote, wird langsam dem Seil schwach und zu rissen. Wie kann man es verstehen? Es gibt einen Mensch, der hat ein großes Schiff ins Wasser. Und wenn dem Schiff kommt zum Hafen, nimmt man so eine dicke Seil und man bindet es zu einer Säule. Und so, wenn die Schiff bleibt stehen in dem Hafen, man bindet eine Seil zu dem metallen Säule, damit soll der Schiff soll nicht gehen weg. Von Zeit zu Zeit, von Zeit zu Zeit, muss man dem Seil, dem starken Seil, tauschen. Warum? Weil er ist im Wasser und durch das Wasser macht er dem Seil Reibung, weich, kaputt. Und muss man es tauschen von Zeit zu Zeit mit einem neuen Seil. Einmal hat gefragt ein kluger Mann, der Kapitän, warum gibst du dich so viel Mühe zu tauschen, diese Seil, um alles zu öffnen, um noch eine neue zu machen, um noch einmal eine Knoten zu machen, herausnehmen die alte, legen eine neue. Wozu? Du weißt, dass auch diese neue Seil wird sein in Wasser und er wird auch werden feucht und er wird auch werden stark. Sagt dann der Kapitän, es geht nicht über neue oder alte. Es geht, wie viel Zeit ist das in Wasser? Wenn es ist viel Zeit in Wasser, die Wasser kommen rein in dem weichen Seil und machen im Weichen nach einer gewissen Zeit, das wird sich ausreißen voneinander und die Schiff wird alleine laufen, ohne Kontrolle. Darum gibt es keinen anderen Vorschlag, nur zu tauschen zu einem neuen Seil. Von Zeit zu Zeit, damit soll er sein stark und stabil und soll er lassen dem Schiff hart, soll nicht weglaufen bei den Wellen und bei dem Wind. Genauso, wir stehen jetzt kurz vor Rosh Hashanah, Monat Elul. Das ganze Jahr, die Mäuse, das feuchte Wasser, beißen, kratzen, reiben unsere Seil, unseren Kontakt. Das ist der Kontakt zwischen uns und zwischen Hashem, unserem Vater im Himmel. Und unsere Aufgabe ist, zu erneuern dem Seil und zu verstärken die Verbindung zum Kodesh Baruch Hu, damit soll es nicht schwach sein. Wie macht man das? Man macht das, dass ein Mensch nutzt die Zeit und er will sich erneuern. Da Hashem wird ihm helfen mit neues Leben und er wird sein stabil, weil er ist verbunden mit Hashem. Shkoyach.